Im Partykellergarten oder doch in einem gemieteten Saal? Ach was, die spektakulärsten Partys startet man doch am besten im eigenen Schloss, oder? Und so eröffnet Fürstin Gloria von Thurn und Taxis vor kurzem ihre Schlossfestspiele in St. Emmeram in Regensburg mit einem Knall. Eine Prise früheres Partyleben darf es schließlich hin und wieder im Alltag des fürstlichen Familienbetriebs sein, hält sich die 62-Jährige beim Konzert der Musikgruppe Gypsy Kings anfangs im Publikum noch mehr oder weniger zurück, finden wir sie einen Wimpernschlag später bereits mit den Künstlern auf der Bühne. Dort rockt sie ordentlich ab, singt und reißt die Zuschauer mit. Ganz glauben kann es die Fürstin allerdings scheinbar auch nicht, dass sie Hand in Hand mit den Musikern dort oben steht und einen unvergesslichen Moment genießen darf. Eins steht fest, Gloria von Thurn und Taxis weiß, wie man ordentlich abfeiert.